Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin's Spaß und heute eine weitere Folge zu Age of History 3. In der letzten Folge haben wir mit Böhmen ein recht großes Reich aufgebaut. Genau. Und heute machen wir genau da weiter. Ich habe noch ein bisschen geguckt. Man hat hier noch mehr Möglichkeiten. Da wusste ich ja gar nicht. Man kann hier Vasallen anders besteuern. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, Lausitz, die wollten wir ja sowieso dieses Mal heute bekriegen. Wenn wir die einfach hoch besteuern, dann werden die ja extrem unglücklich mit uns. Aber das ist uns absolut scheißegal. Denn die werden ja eh ein bisschen bekriegt. Und da habe ich vorhin noch was gesehen, weil das, wo es dann hieß, man müsste, hoppla. Welle kriegen, nee. Vorteile, nee, hä? Hier habe ich ja gar keine Rivalen. Ah ja, stimmt, hier. Die Hauptstadt, die können wir ja noch ein wenig verbessern. Das Maximal, jetzt sind wir immer noch beim Maximal, also ist ja wunderbar. Hier kommt ein großer, die sind im Bündnis mit oder was? Gewährt Durchmarschungsrecht. Die haben kein Bündnis. Okay. Eigentlich wollte ich nicht sofort kriegen. Mann, wir gucken einfach mal, wie es läuft. Wir gucken einfach mal, wie es läuft. Oh, die haben hier oben geht ja mal übelst der Krieg los. Ja, moin. Und hier so Lausitz, die sind ja unheimlich. Also unsere Vasallen sind allgemein höchst. Die haben es nicht so gut mit uns. Wer hätte das wohl gedacht? Können wir alle hoch besteuern. Werden alle hoch besteuert. So, wem gehört dem hier? Mit wem ist der im Bündnis? Mit Kalitz. Ist der mit irgendjemand sonst? Ja, nur mit dem Roten hier, mit dem hier. Egal. Ist das Kollegen da sind, ist der Krieg eh schon fertig. Und ich habe ein kleines bisschen Land mehr. Ja. Das Land ist hier oben. Rupien. Ah ja, stimmt, hier muss im letzten Part irgendwas geschenkt. Wir haben aber ebenfalls das hier, wenn wir hier das erobern, haben wir Zugriff zum Land. Zum Land, hat der Bruder. Zum Gewässer.
Oh, was für ein Bündnispartner haben die? Oben haben die einen Bündnispartner. Ich habe eigentlich in dieser Folge überlegt, ob wir unsere Vasallen einfach eins nach dem anderen erobern. Denn in meinen Augen, also jetzt nicht die Vasallen, die ich hier habe, das ist ja auch ein Vasall, genau das hier. Das lassen wir vorerst. Kann man glaube ich auch freilassen, wie heißt es? Cool Minds. Ja, wir lassen einfach alle frei. Ist Minds? Das sind ach, als Vasalle frei. Wir können aber nicht Vasallen, die wir haben, können wir nicht. Okay. Egal. Sind die in einem Bündnis mit jemandem? Jawohl, die sind nicht im Bündnis in Elwangen. Denken die über uns? Oh, die haben ja noch einen Waffenstillstand. Ach lol. Fangen wir mit Brandenburg an. Die denken ja sowieso Scheiße über uns. Und Rupin haben die dann auch. Mit denen sind wir auch im Krieg. Stört mich jetzt nicht. Rupin darf machen, was es will, wird eh nichts. Ein unbedeutender Krieg. So haben wir definitiv bis wann haben wir eigentlich diesen? Ah, was? Und erobern 100%ig, Forderungen stellen. Wir annektieren heute alles. Aus dem Grund, dass, wie ich bereits eigentlich schon erwähnt habe, ich keine Vasallen haben will. Also keine Vasallen. Ich will einfach das Land, was ich vasallisiert habe, will ich kontrollieren. Und da das eh alles Teil des Heiligen Römischen Reiches ist, denke ich, wäre das noch eine gute Idee. Vielleicht können wir dann doch irgendwann mal das Heilige Römische Reich vereinen, weil wir sind ja eigentlich schon auf gutem Weg. Aber wenn wir die ganze Welt haben möchten, fehlt uns noch ein ganzes Stück. Unser nächstes Problem wird es sein. Hier unten. Also Lausitz wird hier das nächstes. Die denken ja eh auch schon richtig blöd über uns. Und Schlesien. Schlesien wird hier in Schacht gehalten von dem hier und zum Teil von dem hier. Der geht hier unten entlang. Hoppala. Muss ich es neu machen. Dem gehört es hier, der geht hier nach unten.
Während der Bruder hier oben Potsdam, Lüben, Jüterbog und etc. übernimmt und man sieht die Kämpfe wunderbar Anforderungen stellen. Aufbauen tun wir dann nachher. Also sobald wir die Eroberungen durchgeführt haben. Die sind natürlich jetzt offiziell kein Vasall mehr von uns. Das bedeutet, wir können uns jetzt auch wieder erst um andere kümmern. Sind die miteinander in einem Bündnis? Ein Bündnis mit Podolia. Weiß zwar nicht, was wo Podolia ist. Ein Verteidigungspakt haben die. Die haben hier oben mit Rupin einen Bündnispakt. Gut, dann müssen wir halt wieder hier hin. Kann man noch mal ein Bündnis machen? Ach, jetzt hat er sich schon mit jemand anderem im Bündnis eingeschlossen. Okay, jetzt sind wir wieder auf uns alleine gestellt. Das ist blöd. Aber machbar. Denn wir sind so stark. Unsere Vasallen, die können machen, was man will. Oh, man denkt aber richtig scheiße über uns. Was eigentlich gut ist, weil das bedeutet, man kann so ziemlich Krieg mit jedem führen, den man will. Aber das heißt auch, dass Leute uns den Krieg erklären können. Aber wir sind da, wir müssen vielleicht mal ein bisschen einmal zurück. Rudeln. Oder zurückrudern. Ein wenig Ruhe walten lassen. Frühe Kavallerie. Gut, haben wir neue Armeen. Können wir unsere Armeen gleich komplett ersetzen. Ungarn haben wieder Beziehungen verbessert. Da wird es bestimmt Gebäude für geben. Kernen errichten in allen Provinzen. Es kostet unheimlich viel Geld. Aber in Vienna wird das mittlerweile sehr ungünstig. Da gibt es wahrscheinlich demnächst, wenn es nicht sofort aufhört, dann schon bald einen Revolt. In Freiburg. Aber wenn wir das kernen sollte, das ist kein Problem. Dann hoffentlich, ich weiß nicht. Vielleicht Krebs als Krankheit, lul.
Okay, Unruhen wurden dadurch nicht beeinträchtigt. Das ist nicht sehr, sehr optimal. Ich glaube, wenn nur noch diese zwei, das ist ja eh nicht mehr so viel. Vielleicht müssen wir die Leute halt generell etwas weniger besteuern. Sind ja immer noch recht in Ordnung. Schau mal, jetzt sieht ja, schau mal. Die Leute wollten einfach weniger, die wollten einfach viel weniger Steuern zahlen. Ja, können wir uns ja leisten. Wir haben hier 66 plus. Und wir sind ja maximal beim Gold angekommen. Wir können locker die Steuern senken. Jetzt. Also noch für den Moment senken wir die Steuern. Nur für den Moment, logischerweise. Denn wir wollen jetzt gerade keinen Revolt, wenn wir gerade mitten in unserer Eroberungstour sind. Wir haben ja eigentlich auch gar keinen. Ja, doch, wir haben dort hier haben wir noch einen. Das waren aber mal Vasallen, beide die. Ja, wir müssen noch Schlesien. Ah, ne, das ist ja Schlesien. Lul. Wir müssen hier noch Schießen und Olesnia, Nika, keine Ahnung, Gedöns. Und die haben nicht einmal. Die haben nicht einmal Verbündete. Das hat kurz geknallt. Und Eroberungen wieder durchgesetzt. Haben die gerade einen Bündnispartner? Die haben. Aber die denken gerade positiv über uns. Das ist einer der wenigen Länder, die positiv über uns denken. Okay, ja, dann greifen wir die mal lieber nicht an. Wird es mal Zeit, dass wir uns hier unten mal ein bisschen politisch gesehen ein bisschen verbessern. In der Hoffnung, dass es mal ein bisschen besser wird. Wird es wahrscheinlich nicht. Immer noch alle richtig grusig über uns, aber es wird schon etwas heller. Das ist so unser größter Feind momentan. Wir haben genug. Was ist, können wir denn nicht einfach so 300 Gold schicken? Dann ist die Sache direkt angespannt, weniger angespannt.
Oh, wir haben neutral. Oh, gut. So lässt sich die Spannung definitiv ein wenig lösen. Jetzt fängt es ja schon langsam an, grün zu werden hier. Jetzt wenige maximal an Gold. Wieso? Das war ja plötzlich bei 10k, jetzt sind sie nur noch 8k. Da spielt ja auch keine Rolle. Und so hat man schon schnell seine Anspannungen verloren. Sieht schon grüner aus. Jetzt können wir uns ein bisschen ausruhen. Noch sind die in einem Bündnis mit Wolfen. Da oben. Können eh nichts machen. Das ist eigentlich unsere zwei, ja, noch 260er Armeen. Die steht immer noch im Bö. Okay. Da unten mit denen sind wir auch schon noch im Krieg. Oh lol. Gut, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Die holen wir noch. Die sind jetzt alle grün. Also vorher war ja alles rot. Jetzt können wir hier Polen verbessern. Wir können. Aber das ist nur eine gute, wenn man. Polen wird langsam neutral. Gut. Braucht es auch ab und zu. Jetzt super, jetzt bin ich zufrieden. Hier ist ja jetzt 3, sind wir schon fast durch mit dem Wirtschafts. Das, also wie sieht es steuertechnisch aus? Ja, sind wir wieder bei 80 plus. War Tactics. Das ist ja wunderbar. Genau, wir wollten ja eine neue, stimmt. Wir wollten ja eine komplett neue Armee aufsetzen. Weil die doch schon recht alt ist. Und wir jetzt genug Geld haben, um uns bessere Armeen auszutun. Wir tun aber, würde ich behaupten, wenn man eine neue Armee erstellt,
kommen wir da hin, so. Plus 100. Ja, lol. Ja, immer noch gut. Jetzt können wir hier nochmal das ein drittes Mal machen. Oh, wird wieder gespendet. Dann haben wir drei solche. Drei solche Gebiete, also drei solche Armeen. Verteidigungspakt, nicht Angriffspakt, nicht Angriffspakt und neue Dümergebiete haben. Also, ein Verteidigungspakt nehmen wir an mit Styria. Was ist denn Styria? Ach, die wollen hier unten. Okay, ja, das bekommen die. Mit Passau möchte einen nicht Angriffspakt. Okay, dann greifen wir die halt nicht an. Ebenfalls, ja gut, die wollte ich eigentlich angreifen, aber akzeptieren wir mal. Wir wollen ja freundlich rüberwirken jetzt im Moment. Und Rottweil will Durchmarschrecht haben. Das bekommen die in dem Fall jetzt auch mal. Und zwar, wir sind jetzt politisch gesehen grün. Also, man mag uns. Rathäuser sind jetzt zum Teil schon. Ich will noch ein paar neue hinzutun. Geld verdienen wir gerade genug. Wir haben auch viel, also. Können noch mal Kasernen bauen. Armee-Rekrutierungskosten, das wäre noch eine gute Sache, wenn man die runter bekommt. Fisch, wir haben Fisch mittlerweile. Und bam, sind wir schon wieder bei 70. Jetzt haben wir wieder so viel. Schulen haben wir keine gebaut. Aber wir sind beim Maximalen angekommen. Ja, dann bauen wir halt trotzdem Schulen. Sind jetzt zwar wieder runtergegangen, aber das spielt keine Rolle. Kaserne, Waffenkammer, Hafen, Getreide. Bauernhöfe können wir noch viele bauen. Dann natürlich noch Märkte, wo ist das Lebensmittelmarkt? Normaler Markt und Lebensmittelmärkte, okay. Allgemeine Wehrpflicht. Wunderbar, was war das hier? Feudale Pflichten, allgemeine Wehrpflicht. Nehme ich sehr gerne. Bruder, von 70 auf 90 hoch. Lul. Das war jetzt der normale Markt wahrscheinlich. War das das normale Markt? Der 06 Lebensmittelmarkt haben wir noch keine. Lol. Geldtechnisch haben wir jetzt, sind wir an unsere Grenzen, haben wir jetzt alles ausgegeben, lol. Aber haben dann wieder 110 extra. Sind wir so reich wie noch nie zuvor, wir verdienen
noch so viel Geld wie noch nie. Windmühlen ist das nächste, was wir bauen. Weil das einfach die lokale Wirtschaft ankurbelt. Aber wir haben so krass. Muss mal gucken, wie das jetzt. Weltwunder habe ich, glaube ich, noch keins. Die Wirtschaft ist bei uns eigentlich schwach. Aber trotzdem sind wir die Nummer 1. Bruder. Wir müssen einfach ein bisschen in Infrastruktur investieren. Ein Geschenk von Stopp, 15 Gold brauchen wir nicht. Aber nehmen wir an, Arana will durch im Marschgebiet. Ja, marschiert doch durch. Im Zeitalter der Wissenschaft. Ausgezeichnet. Ich habe nicht durchgelesen, aber das ist schon in Ordnung. Wie sieht das jetzt mit der Infrastruktur aus? Wirtschaft ist immer noch genau, Infrastruktur ist ja wahrscheinlich ein eigenes Teil. Geld ist wahrscheinlich katholisch. Useiten, aber was ist denn bitte schön Heidentum, Orthodoxe, Koptisch, Heidentum. Oh, wieso ist hier Huseitisch? Mir hab keine Ahnung. Unruhen. Unser Land ist absolut friedlich. Wir hatten unmenschliche Unruhen, aber wir sind jetzt halt wieder völlig chillig. Und Litauen ist thick, sehe ich gerade. Bruder. Mit Litauen passiert. Eine Großmacht. Sehe dann einen Unterschied zwischen Großmacht und Großmacht. Ein Kaiserreich sind 500 plus, das ist noch keine, aber wir haben fast zwei, als ob wir so nahe dran sind, das größte Reich der Welt zu sein. Jetzt schon. Part 2. Bruder. Läuft ja mal richtig geil. Haben wir Stolp? Die haben uns vorhin was geschenkt, aber wäre doch bestimmt, wenn man das hier erobern kann. Dann haben wir hier so einen schönen. Ja, boah, lassen wir machen. Ich wollte eigentlich hier unten was erobern. So, weg. Die denken natürlich jetzt richtig scheiße über uns, aber es ist ja egal. Die dürfen noch gut über uns denken. Holstein darf gut über uns denken. Ja, komm, Pollock dürfen wir auch noch grün sein. Litauen machen wir noch. Dänemark. Sind wir im Grünen eigentlich? Er versteht den Witz. Ach, egal, er war ja so scheiße. Wie sieht es eigentlich hier mit Ungarn aus? Also, haben die ein Bündnis?
Bündnis. Die haben Bündnis mit Polen. Aber die gehen mit allen im Bündnis außer mit uns. Das akzeptiere ich nicht. Und das bedeutet, wir bereiten uns auf den Krieg gegen Ungarn vor. Wann endet dieses Bündnis? Man ja nicht erkennen, wann dieses Bündnis endet. Doch das Ende, das sieht man Bündnis. 51, ja, das dauert aber noch lang. Das dauert noch lang, bis das Bündnis ausläuft. Engländer denken auch gut über uns. Die Briten. Langsam sieht man das schon. Also ich wäre schon zufrieden, wenn ich jetzt hier noch so das tschechoslowakische Gebiet übernehmen kann. Ich nehme ihn auf jeden Fall. Dann das Osmanische Reich. Hier ist das Byzantinische Reich. Also man kann aber Beziehungen verbessern. Ah, schade, die sind auch in einem Bündnis. Sind alle in einem Bündnis, außer ich. Die in einem Bündnis? Ja, sind auch in einem Bündnis. Dänemark ist in einem Bündnis. Was ist das? Fuck, Alter. Brauche ich auch nicht. Habe ich dann noch eine übersehen? Meine Wehrpflicht, Feudalrechte, nein. Ah, zu Kohle. Kann hier Kolonien errichten. Infrastruktur, wunderbar. Ich glaube, mittlerweile sind alle Berater auch verreckt. Denn man kann etwas mit. Egal, hier haben wir ja noch. Kann die Hauptstadt noch weiter aufrüsten? Haben wir ja eh genug. Jetzt sind wir ja auch schon bei plus 600. Die Forschung läuft ja immer besser. Hä? Ah, jetzt. Vorteilspunkte haben wir ja auch noch 8. Jetzt arbeiten wir uns einfach von oben so nach unten, bis das wir alle haben. Ich glaube, so läuft das am besten. Meinte ich. Ein und für, das dauert immer noch lange. Die haben kein Bündnis. Doch, die haben ein Bündnis. Ich bin der Einzige, der so komplett alleine ist. Die denken schon sehr gut über uns.
im Osmanischen Reich. Ungarn wurde gerade noch größer. Oh mein Gott. Die müssen wir wirklich in Schacht halten. Plus 130. Ich glaube, also, man kann definitiv hier noch mal eine neue Armee. Nochmal 10. 10 und hier auch nochmal 10. Was doch nur, ja, nur plus 14. Ja. Das ist nicht so gut. Aber dann lösen wir die auf. Dann sind wir bei 80. Ja, 80 ist eine gute. Plus 80 ist eine gute Sache. Das ist immer so schnell zwischenspeichert. Das regt mich auf. Jetzt ist dann bald fertig mit dem Bündnis. Okay. Nee, ich mache einfach mal hier. Pre-War. XDD. Sonst merke ich, wenn ich schnell merke, dass es absolut nicht gut gehen wird. Es tut schon ein bisschen weh, muss ich schon ehrlich zugeben. Seinen Bündnis, seinen ehemaligen Bündnispartner so ins Herz stechen zu müssen. Aber es muss nun mal geschehen. Bin aber jetzt wirklich nur mit Ungarn im Krieg. Ja. Gut, mal gucken, wie es läuft. Der Krieg läuft soweit super. Gut. Und der Krieg ist vorbei und Ungarn wurde locker besiegt. Ich hatte jetzt wirklich gedacht, muss ich ehrlich sein, dass da etwas schwieriger wird, der Krieg, weil Ungarn so riesig ist. Aber ja, anscheinend nicht. Wir haben 100% der Kriegspunkte 400. Hoffentlich reicht es. Ich weiß natürlich jetzt nicht die genauen Grenzen von Tschechoslowakei. Schon mal den Penis, so ein Penis rein. Dann nehmen wir hier noch das Zeug.
hier so. So sieht das eigentlich ganz gut aus. Nee, die bekommen sie sicher nicht. Okay, machen wir das so. Kriegsreparationen und ein Regierungswechsel. Ja, gut. Kann man das so machen? Ich denke mal. Kroatien, was ist das? Nee, komm, lassen wir. Und da ist es passiert. Da haben wir eine Anforderung, die denkt natürlich Scheiße über uns. Das dürfen die natürlich auch. Ich meine, wir haben gerade deren Großreich, deren Riesenreich gerade komplett zerstört. Aber es war witzig und hat sich gelohnt. Lol, wir sind einfach jetzt riesig. Riesenteil. Ungarn, Alter. Boah. Muss ich überlegen, Alter. Einfach komplett zerstört. Naja. Wie dem auch sei. Ich würde aber auch sagen, immer glaube ich, weil bevor ich jetzt an den Park beende. Also, wir sind bevölkerungstechnisch das mächtigste Land. Alter. Hallo? So, bevölkerungstechnisch 7-7 sind wir bereits die mächtigsten. Wirtschaftlich gesehen auch. Man hier auf Großmacht guckt. Jawohl. Sind wir mit einer Provinz. Das mächtigste, größte Land auf der Erde, aber noch ganz weit weg vom Kaiserreich. Und das wird sich dann wahrscheinlich irgendwann demnächst ändern. Haben die mittlerweile ein Bündnis? Ja, die haben sich wieder eins gesucht, natürlich. Und Kroatien ist immer noch deren Vasall und das dürfen sie auch behalten. Aber soweit ich weiß, bekommen wir demnächst irgendwann richtig fett aufs Maul von Ungarn, weil die uns über alles hassen, weil wir deren jetzt alles weggenommen haben. Aber ich würde aber auch sagen, wenn euch diese Videos gefallen, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder Age of History 3 spielen. Bis zum nächsten Mal und ciao.